Hallo miteinander. Heute geht es um ein Metallteil, ein Zubehör zum kleinen Makroblitz MF12 von Godox. Bis anhin hat man die Möglichkeit gehabt, den Blitz vorne am Adapter, am Objektiv anzumachen und dann ein bisschen auszurichten. Mittlerweile gibt es einen Halter, der nennt sich MF-DB. DB für Dental Bracket, also für Zahnfotografie, ist vom Schweizer Zahnarzt mitentwickelt worden und ist für mich aber auch nicht zwingend jetzt nur für Zahnfotografie einsetzbar, sondern, wie ihr hier seht, habe ich da die Möglichkeit, die Blitz ganz nochmal anders zu positionieren. Also ich kann die Blitz halt wirklich in eine andere Position bringen, wie wenn ich sie vor dem Objektiv habe. Die Halter auf der Seite, die kann ich habe es nicht ausprobiert, aber ich kann die sicher lösen und auch anders positionieren. Vom Anschluss her ist es genau das gleiche, wie wenn man es vorne am Objektiv montiert. Die werden einfach draufgeklebt auf den Halter, den man schon vom normalen MF12 kennt, und dann entsprechend auch so fixiert und positioniert. Die kann man auch wieder, so wie es aussieht, lösen und anders antun, je nach dem Bedürfnis. Das ist mit einem Inbusschlüssel da unten. Das ist wahrscheinlich irgendein 12er oder 13er Schlüssel, so ein Ringgabelschlüssel, den man braucht, zum lösen und bewegen. Oder vielleicht habe ich auch einfach, zu wenig fest dran gezogen. Da kann man wirklich auch entsprechend das drehen und kann dann den Blitz so in dieser Position halten oder positionieren, wie man ihn für seine Aufnahme im Moment braucht. Das Einzige, was für mich noch ein bisschen suboptimal ist, ist, dass ich da unten nicht die Möglichkeit habe, noch irgendwie eine Stativplatte anzumachen. Wobei, das werden wir sicher in Zukunft auch mal noch ausprobieren, ob man eine Platte anmachen kann und dann mit einer langen Schraube kann, durch die Platte durch und dann direkt auf die Kamera. Aber da wird es sicher auch irgendeine Lösung geben, damit man das super kann positionieren und montieren. Für mich eines der besseren Zubehörteile, was gibt für den MF12. Was noch als nächstes auch wird rauskommen, ist ein Diffuser, der auch in der Dentalfotografie vor allem eingesetzt wird. So aus Kunststoff, ein sehr flexibler Diffuser, der sehr schönes Licht gibt. Dort werden wir ein paar auch überkommen mit der nächsten Lieferung und die werden dann auch verfügbar sein für alle, die bereits ein MF12 haben. Also sprich nicht exklusiv nur für Zahnärzte, sondern für Makrofotografen, die ein leichtes, schönes Licht wollen. In dem Sinn, super Zubehör für den MF12. Schau es dir genauer an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte den Daumen nach oben und wenn du weiterwatchst, eine Meldung bekommen, wenn wir ein neues Video freischaltet, dann tut doch unseren Kanal abonnieren. Würde uns freuen. Danke und einen schönen Tag. Tschüss!